Hallo bei Ausprobiert, in diesem Video geht es um diesen Koffer von Eastpak, dem Trans 4 oder Trans 4 in der Größe L und den gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Zunächst mal zu den technischen Rahmendaten. Im Etikett ist folgende Information zu finden: 75 cm hoch, 38,5 cm breit und 28 cm tief. Zu diesen Eckdaten ist zu sagen, dass die 75 cm inklusive der Rollen unten sind, ohne Rollen ca. 70 cm und diese 28 cm Tiefe, die hängen natürlich davon ab, wie voll wir diesen Eastpak Trans 4 auch machen. Leergewicht ist hier angegeben mit 4,3 Kilo, das lohnt sich aber durchaus nochmal mit einer Kofferwaage zu überprüfen. So, Kofferwaage einsatzbereit, dann hebt man das Ding mal an, 4,3 Kilo, soll er schwer sein und er ist sogar deutlich leichter, er bringt nur 3,7 Kilo auf die Waage, das ist schon mal sehr erfreulich. Ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass wenn wir eine Veränderung verzeichnen werden, er schwerer ist. Also wunderbar. Ansonsten haben wir hier eine Teleskopstange. Diese Teleskopstange, die brauchen wir, um den Koffer später ziehen zu können. Sie lässt sich, das werden wir jetzt nochmal überprüfen, auf etwa 30 cm ausfahren. Das heißt, mit ausgefahrener Teleskopstange ist dieser Eastpak Trans 4 dann nicht mehr 75 cm, sondern 1,5 m hoch. Der Koffer selbst steht aufrecht und fährt auf 4 Rollen, daher auch der Name Trans 4. Diese Rollen, die sind wunderbar leichtgängig, aber trotzdem robust. Da legt man bei Eastpak einen großen Wert drauf. Was ich auch sehr gelungen finde, ist hier unten diese Abgrenzung mit diesem Hartplastik von dem normalen Stoff. Dadurch wird der Stoff an den Stellen geschont, wo eben die Belastung mit am höchsten ist. Die übrigen Koffereigenschaften von außen zeugen davon, dass sich die Eastpak-Ingenieure darüber Gedanken gemacht haben, was sinnvoll und notwendig ist im Reiseeinsatz. Wir haben hier die Möglichkeit oder wir finden hier eine Lasche, die eben ein TSA-Schloss mit anbringen lässt. Da kann man dann praktisch mit so einem Zahlenschloss und dieser Lasche in Verbindung mit den Reißverschlussenden eine ganz gute Sicherung hinbekommen. Gleichzeitig aber besteht eben die Möglichkeit, dass es die Sicherheitsbehörden jederzeit öffnen. So, wir legen den Koffer hin und wenden uns so langsam dem Innenleben zu. Zunächst auch mal hier eine ganz nette Innovation von Eastpak. Wir haben an der Außenseite eben die Möglichkeit, das Innenleben zu bestimmen. Da haben wir 4 Schnallen und mit diesen Schnallen lässt sich eben der Eastpak festzurren. Also wenn ich ihn wenig bepackt habe, dann verhindere ich, dass mein Innenleben durch die Gegend fliegt, indem ich hier diese Schnallen eben entsprechend festzurre und dann verringert sich natürlich auch die Höhe dieses Koffers. So, wir brauchen ihn nicht so flach, sondern wir wollen ihn später auch bepacken. Erstes Fach zum Bepacken findet sich hier auf der Außenseite, ist zugänglich, erstreckt sich über die komplette Höhe. Das Fach innen hat eher so eine Textilie, die wir eben aus diesen klassischen Koffern kennen. Gegenüber der Außenseite ist das Innenleben oder das, was sich in dem Koffer befindet, sehr gut geschützt. Hier haben wir eben so eine Gummi- bzw. Kunststoffschicht, die über diese normale Eastpak-Textilie gezogen ist. Und dadurch macht eben auch Dauerregen diesem Inhalt wenig bis gar nichts aus. Das haben sie sehr gut gelöst. Dann können wir den Koffer eben selbst mal öffnen. Dazu müssen wir uns dieses Reißverschluss außen bedienen. Das tun wir. So. Außerdem müssen wir die Schnallen hier oben lösen und dann lässt sich der Eastpak aufklappen. Wir haben also 2 Abteile. Diese beiden Abteile, die sind mit einem Reißverschluss wiederum verschlossen. Das wäre jetzt die Oberseite und diese Oberseite, die ist reichlich unspektakulär, abgesehen von diesen Silizium-Teilchen, die eben Feuchtigkeit auffangen sollen. Hier haben wir keine Festzurr-Elemente, sondern nur die Möglichkeit eben, Dinge in unser Fach zu legen. Das ist was, wo ich Eastpak kritisieren will.
diese fest zu schnallen, die sind total billig und eigentlich auch mit einem geringen Aufwand hier zu vernähen. Das ist ein Teil, was nicht mal mit einem Euro zu Buche schlagen würde, aber das würde deutlichen Nutzen stiften, weil ja, man eben Dinge wie Hemden, wie Jacketts etc., wenn man mal beruflich unterwegs ist, eben hier deutlich besser unterbringen könnte. So bleibt dann eben nur dieses Fach für Socken, Unterwäsche etc. Und das war's in diesem Fall dann schon. Das zweite Fach ist auch durch einen Reißverschluss abgetrennt. Hier habe ich nochmal so ein kleines Fach. Auch hier haben sie sich den Reißverschluss gespart. Finde ich auch nicht so super. Es wirkt halt nicht so hochwertig und etwas billig. Aber vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle sinnvoll. Wir haben hier auf der Innenseite dann wieder unsere Silizium-Päckchen. Aber hier ist dann eben so eine Schnalle enthalten und da können wir dann auch die Gepäckstücke besser fixieren. Das ist eigentlich, einhändig ist es immer ein bisschen schwierig, die Dinge hier zuzubekommen. Das ist eigentlich das, wie man sich das wünscht. Man legt die größeren Teile in den Koffer und dann kommt von oben eben dieses Gummiband drüber und alles ist an seinem Platz, auch nach dem Flug, wo es eben sich anfänglich auch befunden hat. Hier haben wir nochmal einen Reißverschluss. Und wenn wir diesen Reißverschluss öffnen, dann kommen wir eben an die technische Vorrichtung für die Teleskopstange. Hier verschwindet die dann drin. Ja, vielleicht ist es auch an der einen oder anderen Stelle sinnvoll, wenn man hier nochmal was verstauen will, was eben von dem Hauptgepäckfach abzutrennen ist, dann hat man hier die Möglichkeit dazu. Das war es auch schon im Großen und Ganzen. Ich hoffe, dieses Video-Review war für euch einigermaßen hilfreich. Wenn es so gewesen sein sollte, dann freue ich mich, wenn ihr dieses Video liked, teilt oder auch kommentiert. Alles hilft. Oder aber, falls man sich mal wiedersehen sollte, den Kanal abonniert. Sollte es so kommen, freue ich mich sehr. Bis dahin, tschüss und servus.